Mein Land, mein Rezept wird nicht präsentiert von Vollzug. Die Magie liegt im Detail. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Heute teilt die in Bio lebende Katrin ihre deutschen Wurzeln mit uns und macht die berühmte Herrencreme. Das ist also ihre Einladung nach Nordrhein-Westfalen. Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Ich bin Katrin, ich bin 38, ich wohne hier in Bio, komme ursprünglich vom Niederrhein aus Deutschland und ich bin Gesundheitsberaterin und Köchin. Der Niederrhein ist eine Region, die sehr flach ist. Bei uns wird viel Gemüse und Früchte und Blumen kultiviert. Wir essen gerne, wir trinken gerne Bier und wir sind sehr gesellig. Ich habe das Rezept heute ausgewählt, weil es eben ein sehr bekanntes, geselliges Rezept ist. Wir tun das auf den Tisch an einer grossen Sonntagstafel oder aber auch, wenn wir eine Hochzeit feiern oder einen Geburtstag und das zusammen geniessen können. Mein Motto ist: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Gehen wir also auf eine Reise und entdecken das vielversprechende Rezept. Welche Zutaten brauchst du, Katrin? Heute brauche ich für mein Rezept Mandelcreme. Also das ist Rahm aus Mandeln hergestellt. Ganz wichtig, Schoki, Vanille und Rum. Das sind eigentlich auch die drei wichtigsten Zutaten, die ich heute verwende. Dann Zucker, Stärke und Dinkelmilch. Und ich starte gerade mit der Vanilleschote. Die tue ich hier in der Mitte aufschneiden. Und ja, sicher, es ist eine Geschmackssache, aber ich habe gerne Vanille und ich habe gerne, wenn die Creme nachher auch wirklich ein bisschen Vanillegeschmack hat und nicht nur einen Rumgeschmack. Und darum nehme ich jetzt gerade das ganze Mark hier raus. Jetzt haben wir das hier innen. Und jetzt nehmen wir hier Dinkelmilch. Ich habe jetzt hier 500 ml. Und die tue ich jetzt gerade hier reinlaufen. Und wenn sie wirklich gut heiß ist, dann rühre ich nachher noch die Stärke dazu. Ich habe hier schon ein Glas Wasser parat gemacht. Ich nehme einen Teelöffel und mache jetzt 3 Teelöffel Stärke rein. Jetzt habe ich die Schocke da und tue mir die aufs Brett. Und dann muss man die ganz fein hacken. Ja, jetzt hier die Milch schnell ein bisschen abgedreht und jetzt mache ich hier die Stärke rein und 3 Löffel Zucker. Ein süßes Gericht soll ja auch süß sein und da darf also wirklich auch ein bisschen Zucker rein. Wann wird das Dessert in deinem Land serviert? Wir haben das immer, auch am Sonntag, nach dem Sonntagsbraten, ist das so das Top-Dessert, das man vor allem auf den Tisch bringt, wenn man Gäste hat. Und wenn wir die beeindrucken mit dem natürlichen Familienrezept von Herrencreme. Man muss lang und immer wieder schlagen, um eine gute Konsistenz zu erreichen. Es kommt also auf die Kraft des Handgelenks an. Und der Zauber passiert während der Kühlung. Jetzt nehme ich hier die fertige Vanillecreme. Rühre die noch schnell ein bisschen kühl. Und gebe sie dann rührend in die Schüssel rein, dass sie schon ein bisschen erkaltet. Es wäre nicht gut, wenn ich den Rahmen jetzt gerade schon rein würde tun, dann würde man dann wieder zerfallen. Und das ist dann auch gleich, ob ich den Mandelrahmen habe oder Kuhrahmen. Das würde man dann gerade wieder flüssig werden. Das muss jetzt schnell ein bisschen abhalten. Dann können wir hier schon den Schuss rum rein tun, also die dritte wichtige Zutat. Manche würden auch sagen, es ist die wichtigste. Die wir hier ein bisschen einlaufen. So 1 bis 2 Esslöffel. Das ist auch echt eine Geschmackssache. Es gibt die, die etwas mehr rein tun und es gibt die, die weniger rein tun. Und für die, die kein Alkohol wollen, hast du dort eine Lösung? Selbstverständlich kann man hier auch einfach das Rumaroma nehmen. Das findet man ja zum Backen. Für die, die nicht gerne wirklich Alkohol drin haben. Das geht also tiptop auch. Und du tust Mandelcreme dazu. Also ich habe mich heute für Mandelcreme entschieden, also Mandelrahm. Das ist eine pflanzenbasierte Variante
Und für mich ist es ganz wichtig, dass wenn ich mit pflanzenbasierten Produkten arbeite, dass sie nicht gesüßt sind und die meisten anderen sind eben gesüßt oder sie enthalten Palmöl. Und das ist ein Produkt, das ich wirklich versuche zu vermeiden, so gut wie ich kann. Zudem ist es wirklich stabil im Kochprozess, also ob ich das kalt oder warm verwende. Es verhält sich sehr ähnlich wie ein Kuhrahm und darum habe ich das Produkt sehr gerne. So, jetzt ist die Creme ein bisschen abgekühlt, der Rahm ist schön ungerührt. Und jetzt können wir hier Jockeystückchen reinmachen. Die Zubereitung ist die eine Sache, aber man muss es auch richtig präsentieren. Ich tue jetzt noch anrichten. Ich habe mir hier die ganz schönen Schälchen rausgesucht, weil das ist eigentlich auch so etwas, was ich mich daran erinnere. Diese Creme gibt es in solchen Schälchen. Eigentlich wäre die Creme weiss mit Jockeystückchen drin. Jetzt haben wir halt etwas mehr Schocki-Geschmack drin, es kann sicher nicht schaden und es ist sicher auch nicht verkehrt. Ich kann doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das Glück im Haus zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft von der Situation. Mein Motto ist: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Einen guten! Ja, einen guten Appetit! Danke, Kathrin, dass du das simple und typische Rezept mit uns geteilt hast. Das ganze Rezept von Kathrin findet ihr auf unserer Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst: Mein Land, mein Rezept. Mein Land, mein Rezept ist nach präsentiert worden von Vollzug, Schweizer Perfektion für daheim.